Wohnmobilfreunde. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir stehen hier in Albertshofen und haben die letzten Tage mal so ein bisschen Revue passiert, mal ja, so, was so gewesen ist. Und erst so wie. Mal wollen wir uns bedanken für alle Kommentare, die in der letzten Zeit gekommen sind. Ja. Und da waren auch einige Kommentare dabei, die sich im Prinzip um die Kosten rund um unser Leben im Wohnmobil drehten. Kam hauptsächlich über die Anfrage über die Webseite. Ja. Ja, weil sie es ja offensichtlich nicht so direkt machen wollten und das über die Kommentare. Ja, detailliert können wir es natürlich nicht sagen. Gell? Also dann würdet ihr ja einen Blick in unsere Finanzen kriegen. Und das soll nun nicht so sein. Aber mal überblicksmäßig können wir schon mal eine ganze Menge sagen. Wir unterscheiden das ganz einfach zwischen feste Kosten, die wir jeden Monat fürs Wohnmobil aufbringen müssen, beziehungsweise jährlich. Und dann gibt es individuelle Kosten. Und die sind von jedem abhängig. Gell? Je nachdem, wie oft ihr fahrt, wohin ihr fahrt, wie weit ihr fahrt und so weiter und so fort. Ja, da fangen wir mal mit unseren festen Kosten an. Genau. Also als erstes, der größte Batzen ist die Finanzierung des Wohnmobils. Ja, wir haben das Wohnmobil finanziert, aber nicht voll finanziert, sondern bezahlen in Obolus. Ja, ein Obolus an die Bank. Obolus in Anführungsstrichen. Wenn du 12% vom Einkommen, von unserem Einkommen nimmst, ist das schon eine ganze Menge, was da jeden Monat weggeht. Aber wir wollen ja dieses Hobby. Das ist ganz einfach so. Und wir leben das Hobby und damit müssen wir auch ganz einfach damit machen. Also Gesundheit. Also wir wollen dieses Hobby so, wie es ist und damit kommen wir gut klar. Ansonsten könnten wir es ja nicht machen. Weitere muss dazu sagen, wie ihr ja wisst, sind wir ja nur schon 7 Jahre mit dem Wohnmobil unterwegs und wir haben, bevor wir uns entschlossen haben, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, zu starten oder wie man das nennt, haben wir dieses Leben auch schon gelebt. Also nicht, dass ihr denkt, wir leben das bloß wegen dem YouTube-Kanal, sondern wir waren schon jedes Wochenende auch in unserem früheren Wohnmobilleben unterwegs. Gut, nächster Punkt, den wir zahlen, ist die Steuer und die Kfz-Versicherung. Die Steuer schlägt mit 280 Euro zu Buche, 2,3 Liter Motor und da ist das halt so. Versicherung, wir sind bei der Nürnberger Versicherung über den Versicherungsmakler Jahn und Partner. Und da bezahlen wir inklusive Vollkasko 490 Euro im Jahr. Und dann haben wir noch einen Punkt, der ist für uns natürlich jetzt ein fester Posten, weil wir in einer Gegend wohnen, wo auch Winter ist. Und im Winter wollen wir das Wohnmobil nicht draußen stehen lassen. Deswegen haben wir eine Garage angemietet, wo wir das Wohnmobil dort unterstellen können im Winter. Eigentlich auch im Sommer, aber wir sind zu faul da dazu. Naja, solange wir die Katzen noch haben und wir sie raustragen müssen, macht sich das ganz gut, dass wir das Wohnmobil vor der Türe stehen haben. Ist zwar auch schön geredet, könnte man genauso machen. Ja, aber es wäre schon kompliziert. Ja, also wenn die Katzen mal nicht mehr leben, dann stellen wir es auch im Sommer runter. Gut. Der schlägt nochmal mit knapp 400 Euro zu buchen und das sind eigentlich die festen Kosten, wenn wir das Wohnmobil hätten und nicht fahren würden. Mhm. Das wäre der reine Kostensatz da dafür. Nun muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, unser Wohnmobil hat mal 90.000 Euro gekostet. Kann man natürlich die Finanzierung so gestalten oder wenn man sich ein anderes Wohnmobil kauft, was preiswerter ist und so weiter und so fort und finanziert, dann ist natürlich auch dieser Finanzierungsrahmen dann eben entsprechend preiswerter. Also das ist jetzt auf unseren Fall gemünzt. Variable Kosten bezeichnen wir als die sehr individuell sind. Und das ist ja, hängt ja davon ab, wie oft man fährt, wohin man fährt, welche Strecken, in welchen Gebieten. Ich sage es mal ganz offen und ehrlich, das zählt dann schon zu diesen variablen Kosten, ist der Kraftstoff,
die Kraftstoffkosten und der Kraftstoffverbrauch schlägt hier bei diesem Wohnmobil mit 12,5 Liter auf 100 Kilometer zu Buche. Allerdings, wir wohnen mitten im Thüringer Wald und das ist gebirgig. Da geht es bergauf, bergab und da ist auch natürlich der Kraftstoffverbrauch dementsprechend höher. Das merken wir, wenn wir irgendwo in Richtung Küste fahren, dann geht der Kraftstoffverbrauch aber schon deutlich nach unten. Und das ist halt den Preis, den wir für unsere Wohngegend mehr oder weniger bezahlen müssen. Also 12,5 Liter bei 20.000 Kilometer, 22.000 Kilometer, die wir in dem ersten Jahr gefahren sind, ist das auch schon eine Menge Holz, der da zu Buche kommt. Wir haben jetzt nicht die einzelnen Kraftstoffpreise immer mit aufgeschrieben, deswegen können wir das jetzt nicht sagen, aber das kann man sich ja so ungefähr dann mal errechnen, was da so rauskommt. Ja, wir haben von Februar 2017 bis jetzt. Bis Ende Mai, also bis zu unserem, kurz vor unserer Mallorca-Reise, 42 Stellplätze, teilweise auch mehrfach aufgesucht. Und da kommen natürlich auch Stellplatzkosten zustande. Wir haben es jetzt mal errechnet. Es ist auch mal interessant, mal zu wissen, was so ein Stellplatz kostet oder im Durchschnitt kostet. Und wenn man das mal rechnet, 800 Euro haben wir ungefähr zusammen für Stellplätze ausgegeben, dann kommen wir bei 42 Stellplätzen auf einen Durchschnittspreis von 20 Euro pro Stellplatz, wobei da nicht eingerechnet ist, wie lange wir teilweise an den Stellplätzen gestanden haben. Ja? Da sind Stellplätze dabei, die waren kostenlos und da waren Stellplätze da dabei, die teuer waren. Das war zum Beispiel Marina Koswisch. Nee, Wohnmobiloase in Berlin mit 27 Euro. Ja. Ja, der ist, war uns aber bewusst, dass das so ist. Den Preis muss man dann halt bezahlen. Das ist so. Bei 150 Nächten, die wir rund circa 150 Nächten, die wir da im Wohnmobil zugebracht haben, sage ich mal so, wenn man das mit den Hotelpreisen vergleichen würde, sind wir da sehr, sehr preiswert. Ja. Und Essen und Trinken nimmt man ja so eigentlich von zu Hause mit. Also wenn man, das würde ich jetzt hier nicht in die individuellen Kosten machen. Da geht nur Essen. Ja, aber es kann ja jeder sein Leben so gestalten. Weil ich auch gefragt worden bin, dass essen wir zu Hause, wird zu Hause gegessen. Ja. Was wir jetzt gar nicht hier berücksichtigt haben in diesen ganzen Kosten, sind so die kleinen Einkäufe nebenbei fürs Wohnmobil. Und das ist die größte Gefahr, finde ich. Weil das ist manchmal, das will ich haben und dann brauchen wir das und dies und jenes und hin und her. Und schon kommen wieder Kosten zustande, die du sonst nirgendwo eingeplant hast. Ich würde mal so sagen, Wohnmobilausstattung, der Grundstock, ist man mit ungefähr 500 Euro da dabei, um das Ganze. Du meinst mir Solaranlage und was alles notwendig ist, also Aufböcker, Zeltausrüstung, Zeltstühle und so weiter und so fort, dass man ein bisschen so Campingleben auch genießen kann, das wäre da dabei. Also wir hatten das alles und das über die Jahre angeschafft, sodass wir dort jetzt das nicht mehr am Einzelnen beziffern können. Aber so ein Stock, wenn man das mal nimmt, 500 Euro. Für jemanden, der jetzt anfängt, sollte sich die 500 Euro mal irgendwo mit einplanen. Da wir ja auch Kommentare bekommen haben, es macht Spaß wahrscheinlich Wohnmobil zu fahren. Wir sind am Überlegen, uns eins anzuschaffen. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal, dass ihr ungefähr so die Planung auch machen könnt, was so ein Wohnmobil kostet. Also ich stehe auf dem Standpunkt, so wie wir es gebrauchen, ist für uns Miete zu teuer. Wenn wir uns jetzt ein Wohnmobil mieten würden, also ja, jetzt dann nehmen wir mal an, die 3 Wochen Urlaub, dann die Woche im Oktober, die Woche Ostern, dann sind wir bei 5 Wochen Miete mit 100 Euro. Wenn du es nur mit den kleinen Betrag nimmst, 100 Euro. 100 Euro. Ja, dann sind wir schon bei 5.000 Euro. Sind wir schon bei 5.000 Euro, was alleine das Wohnmobil im Jahr kosten würde, dann musst du jedes Mal Kaution noch hinterlegen. Richtig. Solange nichts passiert, ist das ja alles, alles okay. In Ordnung, dann kriegst du es ja wieder. Dann hast du aber die Spritkosten, hast du genauso, die Stellplatzkosten hast du genauso.
Und eventuell, wir haben jetzt mal verschiedene Mietfirmen mal so im Internet mal angeguckt, da sind erst ab 3 Wochen die Kilometer inklusive. Hm. Wenn nicht, musste dann vielleicht so, noch mehr, dann Kilometer mehr Kilometer bezahlen, so, sodass das für uns, wir reden immer nur von für uns, sich mit dieser Mieterei niemals rentiert hätte. Und wir von vornherein dann gleich gesagt haben, wenn dann richtig. Und ich denke, ihr seht an den wöchentlichen Videos, wie wir unser Wohnmobilleben gestalten. Also eigentlich jedes Wochenende woanders. Und so individuell, so wie wir es wollen. Und haben immer ganz tolle Begegnungen, so wie gestern Abend wieder. Das war, war ganz toll. Also sollte mal ein kleiner Überblick sein. Natürlich nicht konkret. Wir machen uns nicht nackig hier. Aber sodass man mal ungefähr mal rechnen kann, was man so für ein Wohnmobil ausgibt. Und wie gesagt, wer in die Richtung gehen möchte, kann sich das, wer das Geld auf der hohen Kante liegen hat, der hat die Finanzierungskosten nicht. Ja, so ist das Leben eigentlich doch sehr preiswert, wenn man viel unterwegs ist. In Schwabe hatte mir mal gesagt gehabt, man sollte erst das Geld haben, um sich ein Wohnmobil zu kaufen. Das ist alles richtig. Aber wir würden 10 Jahre an dem Wohnmobil sparen. Und wir haben mittlerweile, wir sind nicht wert 55 nächstes Jahr, mittlerweile so viele Freunde in unserem Alter verloren. Was haben die denn von den 10 Jahren noch gehabt? Wir leben jetzt und heute. Und zweitens weiß ich heute nicht, wenn ich sage, ich spare jetzt 10 Jahre, Jahr, was in 10 Jahren überhaupt ist. So haben wir es alles schon erlebt. Und so haben wir alles. Und die Erlebnisse, die wir hier mit unseren Urlauben, Wohnmobilreisen und so weiter machen, die kann uns niemand mehr nehmen. Richtig. Also ist mein Denkansatz. Wer in die Richtung mal sich überlegen möchte, der Caravan-Salon steht vor der Tür. Ja? Und wer dort ein Wohnmobil kaufen möchte oder sich ansehen möchte und dann eventuell kaufen möchte oder erstmal nur mieten möchte. Er hat jetzt mal einen Ansatz, wo er mal drüber nachdenken kann. Oder fängt so an wie wir mit unserem 3000 Euro Wohnmobil. Ja, aber der Gebrauchtwagen-Leermarkt ist fast leer gefegt. Achso, da hast du wieder Ahnung davon. Aber das war jetzt bloß mal ein Beispiel. Ja. Wir haben ja mit 3000 Euro Auto manchmal angefangen. Manchmal hat man ja auch Glück. Das Glück und es hat uns ja dann so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das ist es. Richtig. Gut. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Seid gespannt auf den Mittwochsfilm. Wir verlosen Freikarten. Dazu sagen wir am Mittwoch was. Und noch so ein paar Ideenansätze für den Caravan-Salon. Wer möchte, kann da ganz einfach mit dran teilnehmen. Schönes Wochenende. Wünschen euch Jens und Manu. Tschüss. Tschüss.